das ist der grösste Einsatz, den die Schweizer Armee leistet, mit bis zu 5'000 ADA. Das ist ein immenser Aufwand. Ist das der Aufwand wert für das WEF? Ja, ich denke, es ist sehr ein grosser Aufwand, aber das WEF hat natürlich eine Ausstrahlung in der ganzen Welt. Die Schweiz hat hier eine gute Plattform, sich zu präsentieren. Für uns Bundesrätinnen und Bundesrat ist eine super Gelegenheit, ohne grosse Reisen zu machen, Kollegen von anderen Staaten zu treffen und da wichtige Gespräche zu führen. Es ist für uns etwas Wichtiges, ein Aushängeschild. Und das ist klar, wir als Schweiz haben den Auftrag, wenn ausländische Staatsgäste kommen, von denen die Sicherheit gewährleisten. Und ich glaube, uns ist auch für die Armee ein guter Einsatz, was ich zeigen kann, was ich kann. Was sind die grössten Herausforderungen, die es gibt am WEF? Ja, die grössten Herausforderungen sind sicher die, dass es einmal über eine lange Zeit eigentlich geht, praktisch eine ganze Woche. Das heisst, es braucht sehr viele Leute, die hier arbeiten und sich einsetzen. Dann ist natürlich auch immer abhängig davon, welche ausländischen Gäste das kommen. Je nachdem ist sicherheitspositiv anders. Das weiss man erst im letzten Moment. Auch da muss man flexibel sein. Und dann ist natürlich hier im alpinen Gelände auch noch dem Klima natürlich ausgesetzt. Jetzt haben wir lange eine Wärmeperiode gehabt. Es ist wieder ganz kalt. Ich denke auch für die Soldatinnen und Soldaten, die an der Kälte da müssen im Einsatz sein. Ist auch das nicht einfach. Und die machen da einen super Job. Jetzt haben wir einmal die Armee als Ganzes betrachtet. Sie haben bei Amtsantritt gesagt, Sie würden die Armee gerne weiblicher und grüner machen. Wo sind Sie da auf dem Weg? Wir sind hier auf dem guten Weg. Es sind noch nie so viele Frauen sich für Terrasse angemeldet wie jetzt, im letzten und in diesem Jahr. Da haben wir grosse Fortschritte gemacht. Wenn auch immer noch mit kleinen Zahlen, der Weg ist noch lang. Aber da haben wir doch schon gesehen, dass etwas bringt, die Anstrengungen. Und im Bereich von Klima und Umwelt haben wir ein Klimaprogramm gemacht, das sehr ambitiös ist, wo der Armee aber auch einen wichtigen Beitrag leisten kann. Und wir haben eine Biodiversitätsstrategie gemacht. Und jetzt haben wir noch gerade das Nachhaltigkeitsleitbild Ende letztes Jahr auch publiziert. Auch da ist sehr viel gelaufen. Welche Truppengattung würden Sie wählen, wenn Sie einrücken müssten? Ah, das ist schwer zu sagen. Es gibt so eine Häufe Spannendes. Da ich gerne Helikopter und anders fliegen, würde ich mich vielleicht in die Richtung bewerben.